Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Winterfit Challenge. Heute mit Winterzirkel. Wie du siehst, wir haben 7 Stationen. Jede Station befasst sich mit irgendeiner Wintersportart. Ich werde es dir natürlich dazu sagen, was wir gerade machen. Und du machst so mit, wie du dich wohlfühlst. Wenn dir die ein oder andere Übung zu viel ist, dann erleichtere sie ein bisschen oder erschwere sie natürlich, wenn es dir zu wenig ist. Natürlich wärmen wir uns jetzt erstmal auf, denn es ist kalt und es ist Winter. Richte dich auf, Brustbein anheben, ich mache uns Musik an und nachher werden wir immer 1 Minute und 30 an der jeweiligen Station sein. Und 30 Sekunden dazwischen machen wir eine kleine Pause, aber die bleiben wir etwas bewegt. Also wir werden eigentlich nie ganz stehen bleiben. Komm schon mal in ein Gehen mit mir. Locker die Füße abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse. Nimm die Arme mit und versuch wirklich leise zu gehen. Aufrichten. Tippe nach vorne, rechts und links, Fußspitze tippt. Immer weiter. Rechts und links im Wechsel. Die Stationen erkläre ich dir dann, wenn es richtig losgeht. Wir haben 2 Durchgänge nachher. Jetzt tippst du weiter und immer wenn rechts tippt, geht die linke Schulter zurück, wenn links tippt, die rechte Schulter. Gegengleiche Bewegung. Nochmal. Dann wirst du etwas größer, nimmst deinen Ellbogen rück. Noch 4-mal. Knie hoch, hoch. Ganz aufrecht bleiben. Also Rücken strecken, Brustbein anheben. Tippe auf den Oberschenkel mit der gegenüberliegenden Hand. Gott. Ellbogen gleich Richtung Knie. Jetzt nimmst du die Hand zum Fuß, weiter runter. Ah, Rücken ein bisschen größer werden. Mobilisation Hüftgelenk. Und dann die Hand hinten zum Fuß. Rück. Jetzt noch einmal nach vorne. Hand zum Oberschenkel. Gehen. In den 30 Sekunden jetzt zwischen den einzelnen Stationen werden wir jetzt in der ersten Runde so ein bisschen schneller trippeln. Okay, also einfach ganz schnell am Boden trippeln. In der zweiten Runde machen wir dann einen Schritt zur Seite. Da kannst du gehen oder so ein bisschen abspringen, wie du möchtest. Okay, bist du warm? Locker dich aus. Dann würde ich sagen, starten wir nämlich mit der ersten Station. Schneeschuhwandern. Kannst du es erkennen? Ich mache uns einen Piepser an. Und dann geht es nämlich los. Und zwar gehen wir, aber das ganze Zeitlupe, denn es liegt viel Schnee. Das heißt, du darfst noch langsamer werden. Gehen. Versuch ruhig noch langsamer zu sein. Immer wieder
muss gar nicht auf den Takt hören. Immer wieder auf einem Bein stehen und dich ausbalancieren. Jawohl. Muss gar nicht im Rhythmus sein. Versuch, dir einen Zeitlupenfilm vorzustellen. Tiefer Schnee. Ja, möglichst lange auf einem Bein stehen bleiben und dieses nach unten setzen auch langsam. 20 Sekunden Schneeschuh wandern. Wow. 9 Sekunden. Und dann haben wir genau die 30 Sekunden trippeln zwischendurch. Gut. Ganz kleine Tempo. Als nächstes fahren wir Abfahrt. Trippeln, trippeln. 3 Sekunden noch. Okay, Abfahrt. Das heißt, breite Stellung, tief. Und jetzt mal federn. Stell dir vor, du hast Skistöcke in der Hand. Und es kann immer mal wieder irgendwo ein kleiner Huckel sein. Eine Bodenwelle, über die du drüber springst. Wann auch immer. Immer mal wieder. Kannst du auch ein bisschen höher gehen und dann mal wieder tiefer, dann mal wieder Bodenwelle, mal höher, mal wieder tiefer. Es darf brennen in den Oberschenkeln. Sekunden noch, Abfahrt. Fünfzehn Sekunden Abfahrt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Und locker. Kleine Trippeln. Kannst schon mal schauen. Nächste Runde ist Bobfahren. Ganz kleine, schnelle. 10 Sekunden noch. Okay, Bobfahren. Locker dich aus zwischendurch, komm nach unten. Jetzt kannst du entweder hier im Bob sitzen bleiben oder versuchen, dich lang zu machen und dann wieder hoch in die Aufrichtung. Lang. Wenn es nicht geht, versuchst du einfach nur oben sitzen zu bleiben. Alles ist richtig. Bauchmuskeln. Kannst noch mal kurz einen Moment entspannen und dann noch mal dazukommen. Wow.
letzten 10 Sekunden. Halten und lösen. Komm hoch. Kleine, schnelle. Nächste Runde sind wir auf dem Eis. Eiskunstlauf. Komm, komm, komm. Okay. Und zwar machen wir eine Seite jetzt, erste Runde, und die nächste Seite dann bei der anderen Runde. Egal welches, merkst du nur. Stell dich auf ein Bein. Arme seit. Bein geht zurück. Daumen bleiben zur Decke zeigend. Becken parallel zum Boden. Richte dich wieder auf. Komm zum Stehen. Du kannst hinten tippen und vorne tippen. Oder du ziehst dein Knie wirklich hoch. Mach nur weiter. Also entweder in der Luft bleiben oder auftippen. Po-Muster mit, Gleichgewichtstraining. Mach nur weiter, ich komme zu dir ein bisschen. Es darf und soll wackeln. Dann trainierst du. Sekunden noch. Punkt fixieren. 15 Sekunden. Sekunden und lockern. Merken, welches Bein du hast. Kleine, schnelle. Nächste Übung. Wir gehen Schlittschuh fahren. Bist du bereit? Okay, stell dich auf und jetzt stabil, tiefes Knie, Schlittschuh fahren, gehst in die Kurve, Bein zwei, dreimal hoch und wechseln. Hoch, 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 wechseln. Hoch, hoch. Tief in die Knie, Becken ruhig, Außenseite, Balance. Gleitest auf einer Kufe. Nochmal. Immer im Wechsel. Geht noch. Letzten. 25 Sekunden. Der Po darf heiß werden. Fünf Sekunden. Und trippeln. Komm, komm. So, nächste Station. Wir fahren Schlitten. Und zwar fahren wir auf dem Bauch. Okay. Erstmal lockern, bisschen Puls runter, und dann geht es nämlich in die Bauchlage, nach unten. Beine sind in der leichten Grätsche, Fußspitzen anziehen, gut. Hände unter deine Stirn,
Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Und jetzt versuchst du, die Hände vom Boden abzuheben und deine Oberschenkel auch halten und wieder tief. Und halten und tief. Hoch, einfach nur so hoch, wie es geht. Vielleicht geht es auch gar nicht sehr hoch. Hände, Knie, Oberschenkel heben und wieder tief. Nochmal. Durchhalten. 30 Sekunden noch. Denk dran, es geht abwärts auf dem Schlitten. Wenn es nicht geht, lässt du entweder die Hände am Boden oder machst mal nur den Oberkörper hoch, tief. Spür deine Rückenmuskulatur, Gesäß, Oberschenkel, Rückseite. Okay, lösen. Hochkommen, vorsichtig und langsam, trippeln. Ganz kleine. Tempo. Dann haben wir noch eine. Und zwar Langlaufen. Doppelstock. Also wir schieben mit beiden Stöcken. Bereit? Auslockern. Also stell dich auf deine Ski. Beide Stöcke in die Hand. Du schiebst durch. Und wenn du hochkommst, hebst du ein Bein. Wichtig ist, stabiler Rücken, Bauch fest. Also komm tief und lass deinen Rücken wirklich gerade. Nochmal. Rückseite, Oberschenkel. So, 40 Sekunden noch, Doppelstock. Bauch fest. 25 Sekunden noch. Lange gleiten auf einem Bein. Okay, trippeln. Letzte halbe Minute trippeln. Und dann kommt, genau, unser Schneeschuhwandern. Bist du bereit? Okay. Zeitlupe, Tiefschnee. Egal, wo der Takt ist. Langsam den Fuß auch nach unten setzen. Ganz leise landen. Geht? Vielleicht kannst du es noch mal langsamer versuchen, so dass du noch etwas länger oben auf einem Bein ausbalancierst. Schau einfach, was geht. Aber soll sich immer das Bein bewegen, auch die Arme. Also wirklich Zeitlupe. 20 Sekunden.
Ein Schritt. Rechts, links. Das ist unser nächster Schritt und den kannst du gern auch springen, wenn du willst. Als nächstes nochmal unsere Abfahrt. Diesmal versuchen wir so ein paar Kurven auch mitzunehmen. Okay, Abfahrt. Ich bleibe mal so ein Stück näher bei dir. Komm tief. Du kannst immer wieder ganz gerne ein paar Bodenwellen mitnehmen und dann auch mal auf einen den Fuß ein bisschen entlasten. Schau, dass dein Knie über deinem Fuß bleibt. Und auf die andere Seite. Also einmal nach rechts und ruhig tief. Und einmal nach links. Und ruhig auch immer wieder zwischendurch. Tiefer, Bodenwellen oder auch mal wieder höher. Ja, variiere in deinem eigenen Rhythmus. Es darf brennen. Ruhig auch noch mal eine Bodenwelle mitnehmen. Auch mal wieder ein Stück höher, dann wieder tiefer. Acht Sekunden noch. Letzte Etage tief. Okay. Entweder Schritt oder abgesprungen. Als nächstes kommt noch mal unsere Bobfahrt. Okay, locker dich aus, Puls ein bisschen runter, komm zum Sitzen und diesmal bleiben wir sitzen und auch hier gibt es Kurven, in die wir uns so ein bisschen reinlegen müssen. Heb dich schon mal nach oben und jetzt versuchst du beide Hände nach rechts, Becken dreht nach links, beide Hände nach links zu bewegen, Becken nach rechts. Bauch fest. Nochmal. Schrägen Bauchmuskeln. 40 Sekunden. Sekunden noch. Nur 10 nur noch. Okay, langsam wieder nach oben. Und einen Schritt rechts, links oder Sprung, Sprung. Nächstes ist unser Eiskunstlauf und du weißt noch, auf welchem Fuß du gestanden bist vorher. Oh Gott. Okay. Andere Seite jetzt natürlich, wie vorher. Okay, aufrichten, so fangen wir an. Daumen zur Decke. Und jetzt kommst du zurück, drehst immer noch den Daumen zur Decke. Nochmal hoch, aufrichten, Blick nach vorne, Blick nach unten. Sch-
Schultern sind ganz tief. Entweder tippst du vorn und hinten oder bleibst in der Balance. 45 Sekunden noch. Sekunden. Oh, es wird. Oh, 15 Sekunden. Letztes Mal. Und super, ein Schritt rechts und links. Gerne ein bisschen abspringen. Leise landen. Schon mal wieder überlegen, was kommt. Schlittschuhlaufen, genau. Okay, lockern, tief kommen, wir legen uns in die Kurve, 3, 2, 1, wechseln, gut, Außenseite spüren, und wirklich die Balance finden, Mitte ist fest. Normal. Und noch weiter. 3, 2, 1, ab. 3, 40 Sekunden noch. Nochmal. Durchhalten. Ich weiß, es brennt. Nochmal die letzten 15 Sekunden. Denke mal dran, Eislaufen und du liegst in der Kurve. Schlittschuhlaufen. Okay. Ein Schritt. Oder unser Schlitten. Okay, lass den Puls nach unten. Bauchlage, und zwar gehen die Arme jetzt in die Position mit den Daumen Richtung Decke. Okay, Beine so wie vorher. Kommen nach unten, grätschen, Fußsohlen Richtung Decke, Arme zur Seite. Blick nach unten und jetzt hebst du linken Oberschenkel, rechten Ellbogen und wieder tief. Hoch und wechseln und wieder tief, ein bisschen schneller. Rechte Seite, linker Fuß, linker Arm, rechter Fuß, hoch, diagonal. Komische Schlitten fahren, oder? Du könntest übrigens auch was unter deine Beckenknochen legen, Kissen oder so. Einfach ein Kissen drunter. Was du jetzt spürst, ist deine tiefen Rückenmuskeln, die die Wirbelsäule stabilisieren. Natürlich auch den Po, unteren Rücken, oberen Rücken. Und die letzten noch 8, 7, 6, 5, gar nicht mehr, 4 Sekunden noch.
Okay. Und hochkommen. Einmal einen Schritt. Gehen oder springen. Als nächstes kommt Langlaufen. Bereit? Auslockern. Doppelstock. Also, du nimmst Schwung, kommst tief, schiebst hoch. Bauch fest, wichtig. Versuch dich mal in die Länge zu ziehen, da vorne so richtig aufzumachen, zu strecken. Sekunden noch. Sekunden noch. Schieben, schieben. Schieben. Okay, einen Schritt Zeit. Da darfst du jetzt alles geben. Unser letzter Schritt. Nur mehr. Zehn Sekunden. Sieben, okay, ganz locker, Puls runterlassen, locker nach rechts und links, sehr gut, fühlst du dich aufgerichtet, stabil, durchgestärkt? Zwei Schritte nach rechts, nach links. Mach mal weiter, mach weiter. Weiter, komm dazu zu mir. Rechts und links, bewegen. Langsamer. Jetzt. Nimm deine Arme mit. Lass sie wirklich um deinen Körper fliegen. Ganz ohne Arme. Schau mal. Immer noch. Du darfst auch gern die Hüfte mitschwingen. Halte in der Mitte. Tief tauchen.
und aufrollen. Tief tauchen, aufrollen. Halten, linke Ferse heben, dreh dich nach rechts und komm tiefer. Jetzt federst du nämlich hier ganz sanft. Halten, gegenüberliegen, also rechts, wenn hinten ist, linker Arm hoch oder umgekehrt, langziehen. Streck dich. Du darfst gern da so ein bisschen auffedern. Komm zurück. Anziehen. Fußspitze ranziehen. Gerade Rücken. Knie strecken. Die Wade spüren. Rückseite, Oberschenkel. Tiefer. Großer Schritt, rechte Ferse, dreh dich, komm tief und federe ganz sanft. Schau nochmal, dass das Knie über der Ferse sein kann. Halte, Arm absetzen, weit aufdrehen. Gern da auch ein bisschen federn. Langsam wieder lösen. Anziehen. Fußspitze anziehen, Knie strecken. Tiefer. Eine Etage noch. Aber Rücken bleibt gerade. Komm nach oben, richte dich auf, lass locker. Ein Bein heben. Und jetzt kreuze und versuch dein Gesäß nach hinten zu schieben, bis du deinen Po spürst. Kannst dich auch irgendwo festhalten. Komm zurück, Seite wechseln, anderes Bein kreuzen. Morgen bereit zum Schnellkrafttraining. Ganz langsam wieder auflösen, lockern, Hände hinten fassen, Brustbein anheben, richtig hochziehen jetzt. Sehr fleißig, wirklich. Bleib so. Langsam auflösen, einatmen, Länge, in den Bauch nochmal, ausatmen, lösen, einatmen, Länge und jetzt streckst du dich und jetzt dehn den Bauch so richtig, zieh dich lang, rechts und links mitnehmen, Beine mitnehmen in die Bewegung, strecken. Hier bleiben, Arme öffnen, Ellbogen zurückziehen, einatmen und ausatmen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, du bist fit für die einzelnen Sportarten oder ganz einfach für den Winter. Also ich freue mich natürlich, wenn du morgen wieder dabei bist.
Wenn es dir gefallen hat, gern gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Vielen Dank. Den Link findest du unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, kannst du mich mit monatlich 5 Euro oder 10 oder 2,50, was es dir wert ist, unterstützen. Danke, danke. Das kannst du auch jederzeit abändern. Vielen Dank auf jeden Fall. Lade noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Freunde, Freundinnen oder so, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Oder sei ganz einfach du beim nächsten gemeinsamen Training wieder dabei. Übrigens, die Challenge, die findest du da oben bei dem Infopunkt. Die findest du auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Also einfach mal in die Playlists reinschauen. Das sind dann alle Videos unter der Winterfit-Challenge geordnet. Also bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon.